Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem weiteren Teil von Let's Play Kalter Krieg bei Rome 2 Total War, die Kampagne bei Caesar in Gallien. Und ja, Kalter Krieg eigentlich deswegen, weil wir momentan wirklich ja fast nur unsere Geheimdienste gegeneinander hetzen. Und das macht jetzt nicht wirklich so wahnsinnig viel Spaß. Wir versuchen jetzt mal hier einen Auftrag zu erfüllen und schicken dich erstmal gegen den Agenten, der übergelaufen ist, zu ihm. Na toll, das hat ja jedenfalls mal geklappt. Ja, dann sollen wir ein Attentat auf ihn verüben? Ich weiß noch nicht genau. Bereit, willig und fähig. Das gucken wir mal gleich. Gegen den hier muss ich noch... Oh, der ist aber... Der hat nur einen ganz niedrigen Level. Das schaffen wir. Heuer mal einen Attentäter an. Ja, 81%. Scheitert mal wieder. Wer hätte es gedacht? Naja. Dann metzel ihn mal nieder. Fein verwundet. Das ist jetzt schon das vierte Mal hintereinander, glaube ich, dass bei einer 41% Attentatskiste auch mal wieder nur Paniermehl rumkommt. So, da reisen wir jetzt ab. Das ist mir jetzt zu blöd. Ich habe die ganze Zeit schon dieses Gebäude da rumstehen und brauche es eigentlich nicht. Ich werde das Ding jetzt nicht reparieren. Nee, aber ich werde das Ding sabotieren. Kann ich euch behilflich sein? Sabotage. 75% zum ersten. Unheil. Erfolgreich, gut. Erfolg ist alles, was ich suche. 75% zum zweiten. Erfolgreich, gut. Ich bin der Held. Oh. Garnison überfallen. 95%. Erfolgreich, gut. Meine Macht kennt keine Grenzen. Und kulturelle Spannung verbreiten. Der Schatten Roms ist gewaltig. So, 3 Nahrung hat er noch. Minus 11 hat er hier. Wie kann ich euch schnell und lautlos? Ein Schatten unter Schatten. Bringt eine Taverne Nahrung? Nee, ne? Die kostet Nahrung, meine ich, wenn schon. Mein Können steht euch zur Verfügung. Wie sieht denn Kondate aus? Nee, da hat er ja nichts drin, ne? Ja. Wie kann ich euch dienen? Komm, wir vergiften mal den Brunnen. Da haben wir auf jeden Fall nochmal einen Erfolg dabei. So. So, weiter geht's. Mal wieder nur Agentenaktion gemacht. Es ist zum Kotzen, aber wir müssen es halt irgendwie. Wir müssen erstmal die diese ätzenden Redonen bei uns aus dem Territorium rauskriegen. Da müssen wir die natürlich auch noch vergiften. Das ist einfach echt viel zu viel Zeug, was wir hier zu tun haben. Ich brauche mal ein bisschen Geld wieder. Ich muss Städte ausbauen, Gebäude werden dauernd beschädigt. Es ist ultra schlimm. Jetzt kann ich hier oben gerade nichts gegen den Typen da machen. Der Anstieg militärischen Eifers hilft zudem, die Siedlung vor Agentenaktionen zu schützen. Probieren wir das mal aus. Es kostet ausnahmsweise mal nichts. Nächste Runde. Oh, was haben wir noch? Technologie. Ja. Militärhafen. Wir brauchen eine kleine Flotte. Runde beenden. So, jetzt bin ich gespannt. Wie viele Agenten fallen diesmal aus bei uns? Ich tippe mal wieder auf einen. Einer ist wahrscheinlich wieder verwundet. Man fragt sich auch teilweise echt, aus welchem Reservoir die Osismia und die Redonen da schöpfen. Scheinen ja einen unerschöpflichen Vorrat an Agenten zu haben, insbesondere an Streitern. Da kommen ja dauernd welche vorbei. Aha. Krieg! Wir machen eure Heimat einöde, plündern eure Weiber, versklaven eure Kinder und schänden die Gräber eurer Vorfahren.
Krieg, wir machen eure Einöde zur Heimat, plündern eure Kinder, versklaven eure Gräber und schänden. Ja, den Rest sage ich jetzt nicht mehr. So sei es. It shall be. Fechten wir ein Gespiel. Ja, nachdem er ja auch rundenlang, ohne dass der irgendwas verloren hätte. Das ist unglaublich. Wie kann der nichts verlieren? Der hat minus 11 Nahrung und hält sich im fremden Territorium auf mit 2 Full-Stack-Armeen. Mann. Ah. Ah. Okay. Er hat Fernkämpfer dabei. Das ist wieder natürlich doof, wenn wir die Mauern halten müssen. Wo startet er denn? Da startet er denn. Obwohl, auf den Mauern dürften wir eigentlich nicht viel verlieren, ne? Legionäre! Wache halten! Kann ich nicht meine Truppen gescheiter aufstellen? Also, dass sie halt... Ja, so dachte ich. Wache! Ja, Moment. Das ist ein bisschen kompliziert. So vielleicht. Die Krieger wollen Blut. Wache! Kannst du direkt mal Brandgeschütze einsetzen? So, da müssen wir mal gucken. Also ich denke mal, eine Einheit sollten wir vielleicht noch darüber stellen. Eine weitere Einheit hierhin. So, und dann starten wir mal die Schlacht. Ich bin gespannt. Wo ist mein General hier? Macht er eine Ansprache? Ah ja. Heute haben wir die Möglichkeit, es ihnen gleich zu tun. Lasst keinen Feind unsere Abwehr überwinden. Bleibt standhaft und weicht niemals zurück. Alles wird gut werden. Krieger! Sehr schön. Ich kann leider nur nicht genau sehen, wo er hinfährt, aber ich glaube, er fährt hier rüber. Mal gerade ein bisschen Gas. So, die Türme schießen schon mal. Furchtlose Krieger. Oh, warte mal, bei den Plänklern müssen wir den Plänkler-Modus ausmachen. Denn sonst plänkeln die nämlich gleich alle, das wäre nicht so geil. So, dann schießt doch mal eure erste Salve Brandgeschütze ab, bitte. So, dann machen wir mal hier schnelles Nachladen an. Jetzt nachladen! Wir hungern nach Blut und Kampf! Wache halten! Bereit! Komisch, normalerweise, wenn ich dann an der Mauer bin, da brennt immer schon der erste Turm. So, ab in Position, Leute. Das sollten wir packen. Das sollten wir packen. Da flüchtet die erste Einheit offenbar. Und der erste fällt schon runter. Oh.
Will er doch ein paar andere Einheiten vorschicken. Okay, ich gebe mal Gas. Also ich rechne mir da jetzt keine großen Chancen aus, dass ich diese Belagerung hier überstehen werde. Aber ich kann ja mal... mit den Legionären gerade hier runter. Und ihn da unten attackieren. Greifen mal die keltischen Krieger an, bevor das Tor da zu großen Schaden nimmt. Zu Befehl! Aus der Formation kannst du übrigens dann raus. So. Gut, die eine da flüchtet. Ah, da hat er einen Kriegsschrei gegen uns eingesetzt. Kampfbereit und willig! Legionäre! Vorwärts! Ja. Lauf mal hier zurück. Lauf mal wieder rein. Ja, da habe ich die meisten Einheiten jetzt in der Rückwärtsbewegung verloren. Wie kann der mir denn da gerade das Tor wegnehmen? Das ist aber auch eher abenteuerlich zu werten. Nimm mal den Mob mit hier hin. Ich denke, wir sollten schon versuchen, hier das Tor nach Möglichkeit noch zu halten. Also mehr eine Einheit Legionäre ist es mir wert. Ach, jetzt sind wir bei 100%. Geschosse bereit! Legionäre! Wir erwarten eure Befehle. Krieger! Roar! Die Krieger wollen Blut! So, jetzt holen wir mal unsere Leute hier runter. Wenn wir die freien Heerbanner hier noch erwischen, wäre eigentlich ganz nice. Okay, jetzt müsst ihr hier aber ganz schnell zurückgehen. So. Und warum wir hier jetzt so viele verlieren, weiß ich gerade gar nicht. Das ist etwas merkwürdig. Wo wir die jetzt verloren haben, das weiß ich nicht, weil seine Einheiten waren ja schon da in der Rückwärtsbewegung. Aber gut. Ihr könnt auf jeden Fall mal den Schildwall formen. Hallo? Da hat's gebackt. Ja, das ist natürlich jetzt gierig. Woher kommen die Brandgeschütze denn jetzt angeblich? Ah, okay, die fliegen da über die Mauern. Bereit!
Händen. Genau, die können ja in den Nahkampfmodus. Flakier mal hier von der Seite. Ja. Tödliche Geschosse bereit. Zum Kampf bereit. Also ich will jetzt, ich will mich jetzt nicht loben. Aber es hat für mich fast den Anschein, als könnte hier noch was gehen. Wir müssen halt seinen General erwischen, ne? Nahkampfgruppen erwarten Befehle. Mach den scheiß General jetzt endlich platt, Leute. Der hat nicht mehr viel. Kinder, bitte. Seht euch das an, der verliert keine einzige Einheit bei seinem General. Der verliert keine einzige Einheit. Keine Einheit. Ja, jetzt hat er nochmal eine verloren. Eure Befehle. Angriff! Bereit! Krieger! Libyer! Legionäre! Angreifen! 17 Mann! Wir haben den Gen, wir haben den Gen. Das ist ein guter Ansatz. Jetzt drängt die nach draußen. Wir müssen in den Nahkampf gegen die Fernkämpfer kommen, dann haben die keine Chance. Mitgenommen, standhaft. Ach, so ein Schrott, ey. Jawohl, komm, den kriegen wir. Jetzt eine Panik auslösen. So. Jetzt den, Leute. Schnell, schnell, schnell. So, ihr bleibt hier stehen. Oh, die Legionäre sind einfach so gut gegen die Plänkler. Ist das schön. Ja, gib denen echt mal Kraft. Die haben nämlich echt nicht mehr viel hier stehen. Der reibt mir mit den... Ach, Mann, ey. Der reibt mir mit den keltischen Jugendlichen, reibt er mir die auf. Komm, komm, komm. Wie sieht das mit der Müdigkeit aus? Die geht noch. Hallo, was geht denn da jetzt ab, bitte? Komm, 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 das schafft ihr noch, Kinder. Das ist nicht mehr viel. Ihr seid die Elite Roms, ihr werdet das packen, die wanken schon. Alter Schwede, ist das so eine krasse Schlacht. Warum sind die bitte zuversichtlich? Na also, jetzt sind sie auch wankend. So. Oh, Leute. Ja, Gefecht beenden. Die Wiederholung speichere ich mir. Stadtverteidigung. Also, das ist echt kranker Shit gewesen. Boah. Und das sind Einheiten. Hier zum Beispiel die Speerträger und die einen Plänkler, die sind geflüchtet und waren noch fast voll.
Tötet sie, tötet sie, tötet sie! So ein Mistkerl, ey. So eine Mistratte. Die Redonen. Ein Mistpack sondergleichen. Ohne Witz. Feindverwundet. Nice. Sabotieren mit Yolane Brandstiftung. Okay. Sabotieren. Lexoviorum Brandstiftung. Sabotieren. Polentia Brandstiftung. Ja, wenn das doch bei mir immer so gut klappen würde. Was ist es denn für einer? Ein Alloborger. Mhm. Ey, fuck you, ey. Du bist echt so ein bettnässender Mist. Ich hasse das, ey. Diese ganze Agentenkacke geht mir so auf den Wecker. Können wir nicht einfach kämpfen? Okay, Attentat, Einzelkampf. Zwingen. Habe ich irgendeinen, der Gemetzelbonus bekommt? Macht er uns so zu minus 4 Moral für alle Einheiten der Zielarmee? Das könnte was bringen. Zwingen. Einzelkampf. Panikerkenntnis. Ja, pfft, naja. Kosten eines solcher Baukosten. Militärischer Eifer, zweifelnde Ordnung, 10% Wohlstand, Machtdemonstrationen. Okay, wir nehmen den ersten. Kriegst natürlich Hingabe. Du musst den Agenten hier jetzt nach Möglichkeit ausschalten, wenn du da noch überlebst. Denn das sind natürlich Vorbereitungsaktionen, das wissen wir ja. Das sind natürlich Vorbereitungsaktionen. Dass wir jetzt natürlich Krieg mit den Redonen haben, das hat natürlich auch was damit zu tun, dass wir bei denen natürlich die ganze Zeit sabotiert haben. Aber das ist jetzt auch nicht so unglaublich schlimm. Hat der Lemonum angegriffen und wir haben es verteidigt. Alter, ist das so krank, ey. Sau gut. Na, er hat sich immerhin einen neuen General geholt. Naja. So, jetzt hat er Verschleiß. Aber nicht bei den Truppen, die bei uns stehen, sondern nur bei den Truppen in seinem eigenen Territorium. Weil die sich dann bei uns von unseren Vorräten ernähren, oder was? Das wäre nämlich noch schöner. Bin ich im Krieg mit den Senonen? Nein, bin ich noch nicht, glaube ich. Aber die finden mich wahrscheinlich auch irgendwie kacke. Oh, wir sind schon bei 27 Minuten. Na, wenigstens gab es jetzt nochmal eine Schlacht zu sehen und es wird, saugeil, die Hausschlange. Sehr cool. Ja, es wird natürlich im nächsten Part die erste Schlacht gegen die Redonen geben, hier. Und vielleicht marschieren wir dann schon direkt vor gegen Namnetum. Also die Truppen da, die schaffen wir jetzt auch so. Problem ist jetzt natürlich, jetzt drohen die natürlich hier mit dem Zwei-Fronten-Krieg, ist klar. Aber Suindinum ist eigentlich zu schaffen. Und hier oben müssen wir ja auch noch kämpfen. Aber gut, wir müssen auch erstmal hier die öffentliche Ordnung wiederherstellen. Die wird natürlich durch die gegnerischen Agenten hier ganz stark beeinträchtigt. Klar. Und ich weiß auch nicht, ich denke, es hat was mit der Schwierigkeitsstufe zu tun, dass die bei uns so ultra abgehen. Also ich glaube, so ganz normal ist es halt nicht. Zeig mir nochmal gerade hier. Agentenaktionen, minus 232. Also ich würde fast vermuten, da sind auch wieder die erfolgreichen Aktionen drin. Aber das war jetzt also hier tatsächlich der Grund, warum sie uns dann den Krieg erklärt haben. Vielleicht auch ganz gut so. Aber interessant ja jetzt auch eigentlich wieder hier, meine Agentenaktionen waren eigentlich ja nur die Vorbereitungsmaßnahmen, damit ich mal ihre Truppen schwäche, weil die ja die ganze Zeit bei mir im Territorium rumrennen. Ich kann ja nicht fünf Armeen hinterher schicken, sonst kann ich meine Grenze nicht sichern und so weiter.
Das ist also hier ganz interessant, ja. Und der, ganz kurz noch am Schluss eine kurze Erwähnung. Eroberer Strategie hat gefragt, was sind denn die Unterschiede zwischen Germanen und Kelten? Hier nur der Hinweis, das habe ich in meinem Sueben-Let's Play ein paar Mal versucht zu erklären. Dazu müsste man jetzt erstmal genau wissen, was Germanen überhaupt sind. Da fängt eigentlich schon das Problem an. Naja gut, okay, also ja, ich sehe das hier positiv. Wenn ich das jetzt so überblicke, haben die ja eigentlich kaum noch eine Armee, oder? Haben sie noch eine Armee? Ich glaube, die haben gar keine richtige Armee mehr jetzt, die Redonen, oder? Da war es ja früher ganz witzig, wenn man diesen History Graph hatte und sehen konnte, wie viele Einheiten der Gegner hat und so weiter. Wie lange dauert das Ding? 3 Runden. Das sollten wir eigentlich machen. Ich baue es mal, schon mal. Obwohl ich noch keine Agentenaktion gemacht habe. Aber ich glaube, heute werde ich ganz, ganz wenige Agentenaktionen brauchen. Eine gegen den Kundschafter. Ja, das ist natürlich alles Mumpitz hier. Da habe ich schön Geld in den Sand gesetzt. Hätte ich das vorher mal gewusst, dass es überhaupt nichts bringt, weil die KI sowieso irgendwie ihre Armeen dann einfach zu dem anderen ins Territorium schickt. Naja. Dann hätte ich es, glaube ich, einfach auch lassen können. Oder gelassen. Ja, Suindinum greifen wir an. Ich denke mal, Kenabum können wir hier offen lassen. Da stellen wir ansonsten noch einen General mit 2 Einheiten Söldnern rein und dann stehen wir da eigentlich gar nicht so verkehrt da. Das vielleicht mal so als Überlegung, genau. Die Schlacht hier als nächstes mit Cäsar, der hier die Möglichkeit hat, die Redonen zu schlagen, die Razorbugs. Ich bin immer noch nicht so sicher, ob das so intendiert war, dass die noch nicht übersetzt sind, aber ja. Ist die Frage, ob wir dann hier noch einen Abstecher machen müssen oder ob wir hier auch noch einen einen General reinstellen müssten. Aber man hat ja gesehen, was man mit so einer halbwegs passablen Garnison alles aufhalten kann. Ne? Warte mal kurz. Da haben wir dann nur eine Einheit Legionäre. Ne? Ja, ja. Ja, dann stellen wir uns hier noch einen General rein und ja. Gucken wir, dass wir noch einen Agenten hier runterschicken. Leider habe ich jetzt hier keinen Agenten entdeckt. Okay, gut, Leute, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Pax vobiscum, valete.